Hallo und herzlich willkommen beim Gartenkanal und zum weiteren Maui Hawaii Video. Fürs heutige Video habe ich mir gedacht, ich zeige euch mal ein bisschen, was hier so alles auf dem Grundstück wächst. Und wir fangen da hinten an. Da wächst Süßkartoffel wild. Und ja, Süßkartoffel ist hier ein absolutes Unkraut, kriegt man wirklich sehr schwer wieder raus. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal hin und schauen, ob wir auch ein paar Knollen finden. So, dann gehen wir mal etwas näher hin. Und die Süßkartoffeln wachsen hier hauptsächlich auf diesem Komposthaufen, also hier wird das Laub vom Garten hingeworfen oder auch hier sehen wir Kokosfasern, alles eben hier hin. Und da breiten sie sich aus. Leicht zu erkennen sind sie an diesem Milchsaft, der hier austritt, wenn man die Blätter abreißt. Ja, ich glaube, man kann es erkennen. Ja, und jetzt schauen wir mal, ob sie ein paar Knollen darunter verbergen. Und ich glaube, wir müssen ein bisschen buddeln. Ja, das wird ziemlich schwer werden, hier was zu finden. Ich zeige es euch mal. Also ich habe hier das Laub ein bisschen gehoben und die Süßkartoffeln auch. Und das ist ein richtiger Urwald hier unten. Und die Seitentriebe bilden auch wirklich sofort Wurzeln aus, sobald sie ein bisschen Erde berühren. Hier sehen wir es sehr schön. Also ich werde ein bisschen da tiefer reingehen und vielleicht dann gleich auch die Schaufel zur Hand nehmen. Vermutlich muss ich euch leider enttäuschen. Also ich habe jetzt hier den kompletten Haufen durchwühlt. Und ja, die werden wahrscheinlich hier unterhalb der Stöcke sein, die ja hier doch deutlich Platz einnehmen. Ja, allerdings, was ich euch zeigen wollte, was es hier tatsächlich gibt, sind diese Tigerschnägel. Also richtige Nacktschnecken habe ich noch nicht gesehen, aber immerhin die Tigerschnägel. Ja, und Fraßspuren von Schnecken, kein Anzeichen davon. Ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt mal hier hinten nochmal rein und schauen, ob wir nochmal ein paar Lilikoi oder Passionsfrüchte finden. Ich habe jetzt noch mal ein bisschen gesucht und jetzt doch Süßkartoffeln gefunden. Die hier ist allerdings ja schon ein bisschen abgefault oder angefault. Und die hier ist gerade am Ausbilden. Aber solche Pfahlwurzeln waren einige dort. Vielleicht sind die auch gerade erst am Austreiben. Beziehungsweise ich habe wahrscheinlich die Hauptknolle nicht gefunden. Aber dennoch, ja, es gibt hier Süßkartoffeln wild. So, jetzt sind wir im Gebüsch. Da oben sind sie, die Passionsfrüchte. Habe ich letztes Jahr schon ein Video drüber gemacht. Ist ein bisschen ausführlicher. Ja, die wachsen hier wild. Im Dickicht, im äußeren Teil des Grundstücks. Und ich hoffe mal, dass es hier ein paar gibt. Die Tage habe ich schon mal welche gesammelt. Es hat kräftig gewindet und dann fallen die runter. Ja, und momentan sehe ich ja auch bloß angefressene. Aber wir suchen jetzt mal ein bisschen. Einmal stelle ich mal ab. Ja, hier haben wir eine komplett ausgehöhlt. Waren wahrscheinlich die Mäuse. Ja, und hier wäre die erste. Die werden dann auch innerhalb von 4-5 Tagen gelb und somit komplett reif. Moment, da haben wir die nächste. Die ist ein bisschen grün. Ja, ich werde jetzt hier noch ein bisschen sammeln. Vielleicht findet man noch ein paar und dann zeige ich euch nochmal die Pflanzen ein bisschen ausführlicher. Und da sind wir auch schon. Also schaut euch mal diese Ranken an. Das sind wirklich riesige Pflanzen. Und die beginnen tatsächlich hier drüben. Na, also hier beginnt die Lilikoi- oder Passionsfruchtpflanze. Schau dich mal den Umfang an. Also ich glaube, die ist wirklich uralt mittlerweile. Ja, und auf Hawaii. Man erkennt es am Wachstum mehr oder weniger an Unkraut. Bisschen wie die Brombeere bei uns. Ja, das ist die Farbe von den ganz reifen Lilikoi-Passionsfrüchten. Aber auch leider angefressen. Ja, hier sehen wir die Fraßspuren. Sieht wohl stark nach Mäusen aus. Ich habe jetzt leider nur 5 mehr oder weniger reife gefunden und eine, die ist wirklich reif. Ja, ich stelle jetzt die Kamera mal hier ab und dann machen wir sie auf und probieren sie mal. Und so sieht die Lilikoi geöffnet aus. Wirklich ein kräftiges Orange. Ich beiße die immer so auf und zutze die dann aus und der Geschmack ist nicht vergleichbar mit denen, die wir in Deutschland im Laden bekommen. Wesentlich süßer und ja, diese Lilikoi, diese hawaiianische Passionsfruchtsorte soll auch allgemein etwas süßer sein. So, genug davon. Ich zeige jetzt noch den Rest, was hier am Grundstück zu sehen gibt an Früchten und Gemüse. Und ja, kommt einfach mal mit. Hier im Dickicht habe ich noch ein besonderes Schmankerl für euch. Wahrscheinlich haben das noch nicht viele von euch gesehen. Ja, pinke oder rötliche Ananas. Sind allerdings meines Wissens nach Zierananas, also nicht essbar. Ja, und schaut es euch an, hier sind die Pflanzen. Ja, und ich habe mir sagen lassen, die wurden vor 3 oder 4 Jahren gepflanzt. Und jetzt endlich sind mal diese sehr dekorativen Früchte dran. Ja, und erstaunlich, auch hier unten treibt sie aus, die Ananas. Ja, auch mal schön zu sehen, denke ich. Im letzten Jahr wurde hier ein kleines Gartenbild angelegt. Der Rosmarin wächst hier schon länger. Ja, es gibt auch auf Hawaii Rosmarin.
Man kann es hier sehen, der Stamm ist wirklich verholzt und irgendwo da oben kommt er raus. Ja, Minze gibt es hier auch. Und dieses kleine Beet oder die zwei kleinen Beete habe ich dieses Jahr bepflanzt. Die Tomaten waren vor einer Weile noch so groß, vor 2 Wochen, sind ordentlich gewachsen. Dazwischen hier Kapuzinerkresse, die wächst hier wild und invasiv. Die habe ich einfach am Straßenrand aufgesammelt und hier eingepflanzt. Ja, ansonsten, was kann man noch zu zeigen? Ein Chili-Bäumchen. Also das Chili-Bäumchen kenne ich jetzt auch schon seit mittlerweile mindestens 5 Jahren. Sehen Sie auch hier wirklich kräftig verholzt. Ideale Wachstumsbedingungen hier oben. Und hier in dem Beet eine Reihe Koriander, 2 Reihen Mangold, ein bisschen rote Beete hier und Salat. Ja, das Erstaunliche ist aber, oder das, ja, denke ich, Interessanteste für euch, diese Pflanze hier. Hier behandelt es sich um Zitronengras und es ist wirklich ein ordentlicher Busch geworden. Und ja, ich muss aufpassen, dass es mich nicht schneit. Und ich reiße mal einen kleinen Stängel raus und dann schauen wir uns den mal an. Das Zitronengras ist wirklich höllisch scharf. Vielleicht sieht man es ein klein wenig blutig, aber ja, ein Muckeschiss ist das, wie man bei uns daheim sagt. Ja, die Wurzel wirklich kräftig, sehr, sehr kräftig, auch ordentlich lang. Und vielleicht im Vergleich mit meiner Hand, da ist einiges dran. Ich habe jetzt die äußeren Schichten schon mal abgemacht und ja, später werde ich daraus vielleicht eine kleine Salatsauce machen. Ansonsten kann ich euch noch Bananenpflanzen zeigen, die sind mittlerweile auch kräftig geworden. Blüten oder Früchte hängen leider nicht dran, also gibt es hier nicht mehr allzu viel zu zeigen. Und wir gehen weiter zur letzten Station. Nun, die letzte Station ist das Zitronenbäumchen, was gerade wirklich wunderschön blüht und auch wirklich klasse duftet. Hier ist es teilweise schon verblüht. Hier an der Stelle hängen ganz junge Früchtchen dran. Hier haben wir welche, die brauchen noch ein bisschen Sonnenlicht. Ja, die Äste hängen auch brechend voll. Also die hängen hier komplett runter auf dem Boden. Ich habe gedacht, dass man es vielleicht ein bisschen auch schneiden sollte. Mir wurde aber gesagt, dass man sie einfach wachsen lässt. Die finden sich schon zurecht. Ja, ein paar reife Zitronen sind natürlich auch dran. Ja, und darüber freue ich mich immer ganz besonders, wenn man Zitronen in Bio-Qualität hat. Also die werden hier absolut nicht gespritzt, denn dann kann man natürlich auch die Schale verwenden. Ja, das war's von der letzten Station und jetzt kommt noch ein kleines Abschlusswort. So, das war's jetzt von der kleinen Gartentour hier oder von der kleinen Grundstückstour. Ansonsten gibt's noch Avocado-Bäume. Das hier hinten ist, glaube ich, so ein kleiner Cherry-Moyer-Baum. Feigen gibt's noch, Orangen, Mandarinen und noch ein paar mehr Zitronenpflanzen. Ja, wenn das Video euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Video auch gerne teilen. Und ansonsten wünsche ich euch viel Erfolg bei euren Projekten. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und Aloha!